Hallo Leute, herzlich willkommen zu der Fortnite-Mörder in der Ego-Perspektive. Map gebaut von Marek. Mit dabei sind Marek, Polo und Raira. Was geht ab? Giga Cringe, let's go. So, also jeder von euch kennt das Prinzip von Mörder. Alle da oben gucken, einer ist schon am Geiern. Let's go. Na gut, dann schaut mal nach oben. Eins, let's go. Ich hab nicht eine Waffe aufgehoben. Ich hab nicht eine Waffe aufgehoben gefühlt. Schwache Leistung, Kader. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, die Map ist gebaut von Marek. Es soll eine Art Among Us Mörder Map sein, mit Ego-Perspektive. Eigentlich ganz geil gemacht. Ich hab mir die schon vorher angeguckt gehabt. Und ja, rein in die Räume. So, der Mörder hat jetzt eine Minute Zeit, Schlüssel zu verstecken. Wenn er es nicht tut, dann hat er den Schlüssel nicht versteckt. Dann kommt Kader zu ihm nach Hause und tritt ihn auf seinen großen Zeh. Oder so ähnlich. Ich bin grad durch jemand. Ich bin ich, wer bist du? Ich bin Marek. Oh mein Gott, Marek ist Mörder. Ich hab gesehen, wie der Schlüssel gedroppt hat. Ich wusste es. Jemand schießt? Ich hab Schlüsse gehört. Ich weiß ja, der ist aber oder so. Okay, Leute, der Schlüssel sollte jetzt versteckt sein. Und dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Oh mein Gott, wir haben hier Munitionskisten, die man aufmachen kann. Verdammt. Erstmal die Munition snacken und weiterlaufen. Lol, wer ist gerade an mir vorbeigelaufen? Wer war das? Wer ist hier gerade vorbeigelaufen? Ich hab keine Ahnung. Ich muss dir was zeigen, Bin im Office. Komm mal her, komm mal raus aus Office, komm mal her, komm mal mit. Ich bin der hier, der vorläuft. Ich hab mich ein bisschen verlaufen. Komm mal mit, guck dir mal den Bug an. Warte, wo ist die Treppe, die hochgeht? Hier. Jetzt stell dich mal hier hin und scope. Genau da, wo ich bin. LOL! Der, ich hab gerade gescoped, weil jemand vorbeiläuft, auf einmal Dings. Neuer Klick in Fortnite. Bin ich dumm? Oder was ist? Hier, okay. Es geht nur oben machen. Was ist denn der Schlüssel, Marek? Erzähl's uns. Irgendwas droppen hören. Goldene Diegel, glaube ich. Okay, die goldene Diegel. Ach ja, das, was du droppen gehört hast, war. Munitionskiste. Genau, ich hab Munikiste aufgemacht. Das Ding ist, hier gibt's, glaube ich, Vents. Hab ich auch eingebaut, aber ich weiß nicht. Kann ja, die jeder nutzen oder nur der Impfung? Die kann jeder nutzen. Oh cool. Ah, hier. Wenn. Die Map gibt mir so Star Wars Vibes. Aber übel. Na, geil. Wir sind nicht allein da draußen. Das ist der Weg. Hey, warte mal. Das ist der Weg. LOL, da hinten ist sogar so ein Galaxy-Himmel. Außerhalb. Aber wo hat der Mörder den Schlüssel versteckt? Also, mal ganz ehrlich. Ralra, wir sind ja gerade in diesem Raum, aber diese Decke. Weißt du, was Marek sich dabei gedacht hat? Ist das Holz oder ist das Teppich? Das ist Holz. Ist das Holz? Bei was? Invent, ja. Was ist bei der Decke? Digga. Ich hab ihn nur extra dazu gebraucht. Ey, wenn das Kalle im Baller ist. Woher weißt du da? Nee, hier ist so ein Hangar mit. Hier liegt eine Waffe. Kann vielleicht nur der Komposter den benutzen. Marek? Der Komposter? Hä? Hier liegt eine Waffe, aber jeder lebt noch. Hä? Echt? Ja. So eine Laser. Ja, eine Alien-Waffe, genau. Hä? Die lag hier hinten in der Ecke, hab ich jetzt aufgehoben. Guck hier, warte, ich zeig's. Ralra und Vent, oder? Ralra? Wer ist vor mir? Wer bist du? Ich im Bolo. Ach so. Wo ist Ralra? Wo ist jetzt Ralra? Wait. Tötet das einen hier, diese Elektrodinger? Nee, aber wartet mal. Ralra hat noch geredet, als ich die Waffe gefunden habe. Ralra? Kalle? Ich hab ihn nicht getötet! Kalle, ja, das ist sehr suspekt. Wir waren alle im Raum beim Vent, weil wir Mareks Holzboden angeguckt haben. Leute. Und Kalle hat direkt dann die Waffe. Ja, aber ich dachte, es wäre verbuggt. Ich bin halt so suspekt, surprised gewesen, dass ich einen Baller nutzen konnte. Also ich kann nur sagen, glücklich. Wir waren zu dritt. Ich kann den Baller nicht mehr benutzen, nein! Er ist kaputt. Vielleicht ist ja Ralra gewendet und direkt in Kalle sein Visier gelaufen. Hat er als Mörder eine Extrawaffe? Also hätte ja. Er als Mörder eine Extrawaffe? Ich denke mal die Schalli, weil die müssen wir rausholen aus dem Luftraum. Die Schallgedämpfte. Okay. Das heißt, theoretisch könnte sich Baller wurde denn schon der Schlüssel entdeckt? Oder nicht? Wo lag die Waffe denn? Hinten in der Ecke. Zeig mal wo. In welcher Ecke? Hier, kommt mit. Ich glaube, die wurde aber auch gedroppt. Marek, du aimst jetzt auch mal auf Kalle, weil meiner Meinung nach vertraue ich Kalle weniger. Und dann gehen wir gleich alle mal in die Vents rein und gucken mal, ob ein Ausgang da landet. Hier lag die. Okay, hier in die Ecke. Dann gehen wir jetzt alle in Vent rein. Die sagt aber auch. Die sah aber auch gedroppt aus. Wer bist du, Marek? Hier. Ich bin der hüpft. Hier, der. Okay, ich bin der hier. Okay.
Okay, Kalle, wir gehen jetzt bitte zum Bunker einmal, zum Wendel. Hey, hier liegt auch was. Ja, die habe ich gerade hingelegt. Ich habe sie euch nur zeigen wollen. Aber warum? Kalle, wohin läufst du? Ich suche Vent. Die Waffe wieder hin. Hey, wir suchen den Vent zusammen. Ich bin gerade bei jemandem. Ja, Marek ist hinter mir, du bist ganz hinten. Ja, er läuft den Kreis. Ich höre dir, wenn du in den Rücken schießt. Ne? Warte. Ich. Cafeteria. Ist hier ein Vent? Ist hier ein Vent? Nö. Wo ist denn der Vent gewesen, durch den ihr reingegangen seid? Es gibt mehr. Keine Ahnung, die sind verteilt, aber ich weiß nicht. Ist das hier einer? Hier oben ist einer, hier oben ist Vent. Einer. Ah, hier oben ist einer, ja. Ich gehe in den linken rein. Stopp. Nein, aber hier ist ein Pantry, Office, Cafeteria und Hangar. Man kommt genau in der Ecke raus. Kalle, du bist dran. Wer ist bei mir? Wer ist das hier bei mir? Ich bin's nicht. Ich. Leute. Okay, man kommt genau da raus. Dann ist es 100% Kalle. Nein. Dann kannst du nur Kalle sein. Leute. Du kannst nicht scopen, Marek. Denk dran, du kannst nicht scopen. Leute, chillt mal. Ich bin gar nichts. Doch, Marek ist da nicht rausgegangen, weil ich habe gesehen, wo Marek rausgegangen ist. Leute. Ich war rausgegangen, wo Marek ist. Mit Bodo und Ralra, wir waren in diesem Bandraum. Oh mein Gott, Leute, ich habe aber jetzt eine Neuigkeit für euch. Ich bin der Detective. Hört das. Hört das. Du hast die Waffe aufgehoben. Ich habe die Waffe, ja, aber ich glaube, ich bin Detective und ich sag ganz ehrlich, Bolo, du schießt mir ganz schön hart auf mich. Mörder darf die Waffe nicht aufheben. Ich habe die Waffe jetzt gerade aufgehoben. Dementsprechend bin ich Detective. Also Bolo Statement. Marek? Bolo? Ah, okay, gut. Ich habe gewonnen. Ich bin der einzige überlebende Survivor. Let's go. Hallo? Wenn ihr nicht redet, muss ich den nächsten töten, den ich sehe, weil ich Angst habe. Es geht ab, ich bin der Kalle. Marek, du Hund, du bist Mörder, sei ehrlich. Nee. Aber du hast doch Bodo gekillt. Eigentlich müsste Bodo noch leben. Oder er täuscht gerade vor. Ich höre Steps? Okay. Meinte, was geht ab, ich bin der Kalle. Ich weiß nicht, was mit Bodo ist. Vielleicht stellt er sich tot, um dich zu erwischen. Hä, hier ist noch ein Detective-Waffe. Hä? Kalle? Wait a minute! Kalle? Seid ihr beide Mörder? Kalle? Ich hab zwei Detective-Waffen! Kalle? Ja? Ich glaube, du bist ein bisschen sus hier, Digga, unterwegs. Digga, ich hab zwei Deagles, ich bin doppelproof. Du bist ein bisschen sus. Marek? Was? Was hast du mit Bolo gemacht? Gar nichts. Ich hab zwei Detective-Waffen. Kannst du nicht sagen. Ich kann nur sagen, was geht ab? Ich bin der Kalle. Ich bin der Kalle. Also, Marek. Ey, wo hast du denn die andere Waffe gefunden? Eine habe ich Dings gefunden. Hier, wie heißt? Boah, wie hieß dieser Raum nochmal? Da ist jemand. Wer bist du? Red oder schieße, stehen bleiben. Wer bist du? Ich bin der, hinter der Säule steht. Du Hund. Ich hab dich gelöscht! Ey, echt krass, dass Marek jetzt der Mörder war. Alter, das war Kopfweg. Ich hatte zwei Detektivwaffen. Aber egal, ich würde sagen, let's go die nächste Runde. Na gut, dann jetzt gucken wir, wer der nächste Mörder wird. Kurz auf, 3, 2, 1, let's go! Dann würde ich sagen, ab in die Räume. Ich gehe in den ersten links. Das ist meiner. Kalle Mörder. Marek Mörder. Kalle Mörder. Fühlt sich doof an, wenn man sowas sagt, ne? Hm. Stimmt, what's wirklich. Kalle war aber auch sus. Wer bist denn du hier direkt? Ich war erste Runde schon sus für dich. Wer ist denn hier vor mir? Na gut. Wer bist du? Er haut ab. Er läuft im Kreis. Keine Ahnung. Mörder wieder. Hunger. Wer ist ein Border? Na gut. Der Mörder hat wieder eine Minute Zeit, sich zu verstecken, wenn er es nicht tut. Alle, ja? Bist du das hier im Border? Nee, ich bin im Cockpit gerade. Ich bin in Cafeteria. Bin jetzt bei Office. Ich schwöre, Kalle ist auch so ein Cockpit. Cafeteria? Bolo, du bist nicht Cafeteria. Ich bin gerade angekommen, hier ist niemand. Ja, der, ich denke so, ich chill da mein ganzes Leben, wenn ich nicht Mörder bin. Ist schon ein bisschen sass hier, Bolo. Also. Ich habe Reira gefunden bei den Rocket Downs schon. Ja, ich versuche die einzusammeln, aber es geht. In Armory. Reira, warst du bei Marek? Nee, der war wirklich da, wo er gesagt hat. Geboren. Okay, aber wer war denn jetzt im Baller, im Hunker? Ich war im Baller. Ich schwöre, Kalle, du bist das. Ich bin doch zu Reira gelaufen. Das ist? Nein, ich du bist im Hunker und spielst mit deinem Cockpit. Das ist? Wer ist es? Wer bist du? Ich bin so dritt. Jetzt sind wir hier zu drin. Wer ist hier wer? Kalle ist der gerade duckt. Ich.
Ich bin im Hangar, Marek, und ich find's ein bisschen sass, weil jeder Baller an der Stelle war, dass du sagst, ich hat jemand einen Baller verfolgt. Hä? Alle Baller waren bei den Spawns. Ich hab Nein! Aber sogar andere, doch, wo sich ein Baller bewegt. Ja, das bin ich, der gerade reingegangen ist, weil ich geguckt habe, welche. Nein, hier ist die ganze Zeit jemand. Alle Baller sind auf der Stelle, die respawnen nicht. Ich bin so dumm. Ich Na klar, wenn du die kaputt schlägst. Ich hab grad gemerkt, dass ich die Regierungsnacht noch anhabe. Cringe. Wer hat den getötet? Momentan glaube ich noch niemanden. Aber war das die auch damals auf die Arena? Also ich hab's da aus, weil ich sie vom letzten Mal noch. Ich hab's ja auch aus, wenn wir gerade alle geredet haben. Hier ist doch einer im Baller, Bruder! Ja, das bin ich gerade, weil ich keinen Bock hab, einen Schuss abzukriegen. Und du sagst, alle Baller sind respawned, aber ich schließe mal raus, dass auf der Map 4 Baller spawnen. Und die waren genau so 4 gegenüber. Die respawnen, glaube ich, aber auch. Ich hab jetzt respawnen, wenn man den kaputt schlägt. Ja. Aber wenn Marek sagt, einer ist vor ihm mit dem Baller abgehauen. Ja, ja, die ganze Zeit. Warum will er den Baller kaputt machen, wenn er abhaut, hä? Der ist halt hoch Richtung Brücke damit, aber du kannst die, glaube ich, kaputt schlagen. Ja, man kann die kaputt schlagen, hat Kalle doch auch. Hab ich gerade gemacht, ja, es geht. Also war Kalle im Baller. Nee, hey, das war der vor die Runde. Aber wieso, wenn du sagst, jemand haut vor dir ab? Oder? Vielleicht ist es Bodo und der will jetzt hier ein bisschen trollen, hä? Nein. Trollo. Sicher? Ich will nicht trollen. Sicher. Bodo, du kriegst schlimme TikToks. Okay, man kann die Baller kaputt schlagen auf jeden Fall. Sogar relativ One-Shot. Lebt Raira so noch? Raira, hallo? Ja, ich hab mich halt mal im Boden gehängt. Also die Detektivwaffe müsste ja eigentlich schon getoppt sein. So, schüss auf mich! Oh mein Gott! Von schüss wo? Schüss auf mich und Raira! Raira und ich jetzt nicht! Wer hier reinkommt, ist tot! Der kommt! Ich finde es! Okay, Raira, du bist 100% safe. Marek? Kalle? Ja? Ich bin unten. Ey, Raira, komm mit! Wir gehen in die Sackgasse! Raira, komm! Ich schwöre, wenn also jemand hier reinkommt. Ich bin Bibliothek. Wir sind bei den Fenstern, wir sehen alles. Wenn nee, Datenbank. Aim du den Gang ab, ich aim den Gang ab. Wer da reinkommt, ist tot. Ich bin Sentry Guard gewesen. Digga. Raira ist mir vor die Schüsse gelaufen. Hast du Raira gekillt? Ich hab extra dahin geaimt, und Raira wusste, welchen Gang ich abaime. Und Raira ist. Hallo? Nein, Raira! Ich hab Raira gesaved und er läuft mir vor die Schüsse, weil ich zeigen wollte, welcher Gang tabu ist. Da lang läuft keiner lang. Rein zufällig wolltest du ihm zeigen, wie du ihn tötest. Ja, weil ich bei mir ist jemand. Hier wurde er getötet. Weil ich Soundvisualisierung anhab und weiß, dass jemand in der Nähe war. Und deswegen wollte ich da hinschießen, falls er um die Ecke gammelt, dass er weiß, da. Ich bin das hier, Marek. Ich bin das hier, auf dich aimt. Ich bin der hier. Der andere ist dahinter. Wo? Da liegt eine Waffe. Wo? Direkt vor euch, Kalle. Ja. Du hast Bodo gerade gekillt. Nein. Klar, ich sehe es doch durch das Fenster. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Komm mal da, wo die Waffen sind. Ich bin nicht mal in der Nähe. Klar. Nein. Komm her. Ich bin gerade bei Generators. Maders. Laders. Ach, gerade so schlecht. Aber es ist echt schade von dir, dass du einfach Bodo tötest. Er hat gar nichts gemacht, der wollte ja, gar nicht trinken. Ja, ist ganz schade, deswegen habe ich ihn ja gesehen hinter einem Fenster, was geschlossen ist. Prediction! Also Leute, kranke Runden, war echt Spaß gemacht. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo, damit mich mega unterstützen. Und wir sehen uns morgen zum nächsten Short. Weil alle zwei Tage Short-Video, ihr kennt das ja schon. Bis morgen, haut rein, euer Kalle. Ciao!